Silber, Bloodies am Block. Was heißt das? Was sind Bloodies? Silber, Bloodies am Block. Was heißt denn Bloodies jetzt? Was ist denn das, Bloodies? Vielleicht finden wir es ja raus hier. MWA Ghetto Superstars. Wofür steht MWA? Majo. Okay. Es weiß keiner, was hier abgeht. Dann machen wir da einfach mal an, Alter. Wasch, jetzt waren wir auf dem Fußballfeld und haben eine Hymne gesungen. Bang, bang, bang. Jetzt kann das Spiel losgehen. Silva am Matte. Johnny. Silva 4, 7, 1. Bang, bang, bang. Fanboy. Niklas, danke für deine Twitch-Prime. Subs, wenn man im Start. Uah. Krass, was er eigentlich für einen Style hatte auf Lockdown. Ja. Kaum gerappt, kaum irgendwie aggressive Bars gekickt und so weiter. Für alle, die Silver mit seinen ersten Kollabo-Songs mit Marjo kannten, hat man noch ein bisschen erahnen können, dass der Bruder eigentlich flexen kann. Ja? Der hat einen geilen Flow und alles drum und dran. Ja? Und hat das halt vorher auf Drillbeats mit Marjo drei, viermal äußerst eindrucksvoll, meiner Meinung nach, präsentiert. Und dann kam halt dieses Lockdown-Album, wo man eigentlich dachte, okay, der Silver, der scheint dem Marjo ja musikalisch da komplett in eine sehr, sehr komische, schiefe Bahn einzulenken. Aber das wirkt jetzt nach dem Song und nach dem ersten Song, den Silver jetzt hier solo über Marjos neues Label released hat, eher so, als ob Marjo da derjenige war, der die Zügel in die Hand gehabt hat, um in Richtung Autotune zu gehen, ja, und in Richtung Singsang. Das ballert hier, ja. Das kann man eigentlich nicht haten. Der Bruder ist wild. In meinem Bock und shoot in deinen Kopf. Mich stabert mit Hasch, scheiß auf den Lasten, nein, dafür keinen Platz. Ja, ich lauf durch Stadt, Fullback. Geile Betonung, ja. Schön dezente Autotune, schön de dezente Adlibs reingeschallert, ja. Aber kein ja. Wird platt gemacht. Beat ist Zucker, ja. Wer hat denn den Beat gemacht, Alter? Schreibt das mal dahinter, Jungs. Ist ja irre. Johnny Instrument, meine Freunde, ja. Ey. Haben wir Johnny jetzt nicht in den letzten Monaten in unser Herz geschlossen, Digga? Bruder, das kannst du doch, das kann man doch nicht anders sagen, oder? Also was Johnny die Fanboy! letzten Monate nicht nur zu Hatte Tape 5, Was bleibt ist Asche, sondern auch in anderen Standalone-Produktionen wie diesem Song hier abgeliefert hat, Alter, ja. Junge. Also auf dem Beat noch zu versagen, ist eigentlich fast unmöglich, wenn man einfach sich dazu entscheidet zu rappen. Der Beat ist sehr, 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 sehr dienlich. Ja, das ist ein Beat, der dir sehr, sehr viel hilft. Ja, ich lauf durch Stadt, Fullback, Gott wird platt gemacht. Ja, ich pop Kopf. Mich stabert mit Hasch, scheiß auf den Lasten, nein, dafür keinen Platz. Ja, ich lauf durch Stadt, Fullback, Gott wird platt gemacht. Ja, ich pop. Also, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, das Ding ist das bisher beste Release, was wir uns heute angehört haben. Besser als Massiv, besser als Manuelsen, besser als Jamule und besser als alle Songs, die von 18 Karat heute rauskommen. Bruder, das ist eine geile Nummer, Digga. Ein Handy auf ganz entspannt, denn ich bin tam. Text Quatsch, aber absichtlich Quatsch. Ja, das ist absichtlich diffus und chaotisch, um halt auch hier dieses diffuse und chaotische Geschehen hier auch realitätsgetreu hier abzubilden, Digga. Verspannt. Ja, ich puff, puff den Joint, wir greifen dich an. Was machst du dann? Mich da. Mit Hasch, scheiß auf den Last. Ungewohnter Flow, ja, sehr, sehr, sehr unvorhersehbar, sehr wild, sehr hektisch. Ja, ist geil, der Junge hat Bock. Nein, dafür keinen Platz. Ja, Bladis wird sowas wie Bros, Brüder, ja, Habibis sein und sowas. Und hier die Jungs, ja. Natürlich direkt die Jungs aus der Küche nochmal im nächsten Restaurant hier nochmal dazugeholt. Jungs, wollt ihr mal noch mit ins Video? Ja, haben sie kurz die Küchenutensilien vergessen abzugeben. Deswegen hier noch mit vor der Kamera mitgehalten. Ja, das ist ja gar kein Problem. Ja. Der wird halt nochmal gezeigt, okay, wir sind hier verbunden mit auch unserer Arbeit, meine Freunde. Ja, er sagt auch gerade, ja, gleich schneide ich hier wieder Lammkoteletts hier. Ich muss gleich weiter. Er hat sich gerade beschwert, ja, dass der Dreh schon zu lange gedauert hat. Ich kann marokkanisch, meine Freunde. Silber, Mann,
Digga, was eine stramme Leistung, Alter, ja? Geiler Song. Geiler Song. Ich hab nichts zu beanstanden. Draus, Silver Bladies am Block. Ich würde einfach mal sagen, ja, lass es da mal einen Kommentar reinschallern, oder? Ich finde, da gehört Marjo auf jeden Fall Props gegeben für und Silver natürlich auch. Der hat ja auf seinem 5000 Abonnenten-Kanal natürlich jetzt gerade versucht, ein neues Label hochzuziehen. Lass mal kommentieren hier, ja. Sehr starker Song. Ich bin extrem positiv. Oh, jetzt muss ich mir wieder ein Ü klauen, weil ich keine Ü-Taste habe. Ich habe mir da so einen Ordner gemacht, ja, wo ich alle Umlaute habe und die dann immer reinpacke. Ich bin extrem positiv überrascht. Gib weiter Gas in dem Style. So. Er hebt natürlich hier noch drei Feuer, machen wir hin, ne? Das passt. So. Dann like ich natürlich noch meinen eigenen Kommentar. So, kennt man mich heutzutage, ja? Selbstverliebt. Narzisst. Komm, wir fliegen nach Bogota und ziehen Kokain. Komm, wir fliegen nach Bogota und ziehen Kokain. Komm, wir fliegen nach Bogota und ziehen Kokain. Komm, wir fliegen nach Bogota und ziehen Kokain.